rund um das schon im Voraus als äußerst brisant eingestufte Zweitliga-Nordderby zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ist es erneut zu Krawallen gekommen. Mehrere hundert Polizeibeamte begleiteten die Pauli-Fans vom Bahnhof zum Stadion. Kurz vor dem Ostseestadion eskalierte die Lage. Bengalische Feuer und Feuerwerk wurden gezündet, Gegenstände geworfen. Vor dem Spiel waren vielerlei Maßnahmen getroffen worden, um Eskalationen vorzubeugen. Alkoholverbot, Pufferzonen, Absperrung und verschärfte Personenkontrollen. Nachdem schon das Spiel immer wieder durch gewaltbereite Fans gestört und einmal sogar unterbrochen wurde, gab es auch nach dem Spiel Krawalle. Eine größere Gruppe Hooligans aus dem Rostocker Lager attackierte die Pauli-Fans mit Steinen. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer ein, um die rivalisierenden Fangruppen zu trennen. Knapp 2 Dutzend Fans von Hansa Rostock wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen. 27 Polizisten seien leicht verletzt worden. Erst 2 Stunden nach dem Spielende beruhigte sich die Lage. 2 Sonderzüge mit rund 1400 friedlichen St. Pauli-Fans verließen die Hansestadt. Es war ein sogenanntes Risikospiel. Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli. Und es kam zu der gefürchteten Randale. Kurz vor Mitternacht gehen etwa 500 Anhänger des FC Hansa mit Steinen auf Polizisten los. Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Traurige Bilanz, 27 verletzte Polizisten, 23 Personen werden festgenommen. Die Chronik einer bitteren Nacht. Montagabend, kurz nach 18 Uhr, Rostock, S-Bahn-Station, Parkstraße. Hunderte FC St. Pauli-Fans warten auf das Eintreffen eines zweiten Sonderzuges aus Hamburg. In gut 2 Stunden beginnt das Topspiel der zweiten Bundesliga. Die St. Paulianer zu Gast bei Hansa Rostock. Ein Nordderby, welches brisanter kaum sein könnte. Für viele Anhänger beider Vereine geht es nicht nur um 3 Punkte. Es werden Parolen abgegeben. Hier spielt der Kultclub vom Kiez mit seinen politisch linken Anhängern beim Nordostclub Hansa. Und dessen Fans wird eine rechte Gesinnung nachgesagt. Gewalttätige Zusammenstöße zwischen den Lagern scheinen alles andere als ausgeschlossen. Die Staatsmacht ist schon seit den Mittagsstunden vor Ort, hat das Hansa-Viertel rund um die Fußballarena hermetisch abgeriegelt. Denn eines will die Stadt Rostock nach den schweren Krawallen in der Vorsaison auf jeden Fall verhindern. Dass rivalisierende Fans aufeinandertreffen und sich Straßenschlachten liefern. An diesen Gleisen nämlich war es vor gut einem Jahr zu Ausschreitungen gekommen. Diesmal sind mehr als 1500 Beamte im Einsatz, Bereitschaftspolizei. Auf die ist vor allem der sogenannte Schwarze Block unter den Anhängern der Hamburger nicht gut zu sprechen. Von Fernsehkameras mal ganz abgesehen. Der Bastard, Alter, wieder Sensationskreuz. Den halbstündigen Fußweg von den Gleisen zum Stadion treten die mittlerweile 1400 St. Pauli-Fans geradezu in Polizeigewahrsam an. Hier ist alles unter Kontrolle. Das Konzept der strikten Fantrennung scheint aufzugehen. Auch vom Radau der potenziellen Gewalttäter auf St. Pauli-Seite lässt sich hier niemand provozieren. Noch 45 Minuten bis zum Anpfiff. Die Fans der Hamburger erreichen die Arena. Die Pauli-Fans sind auf dem Bahnhof Parkstraße angekommen, so wie wir das auch geplant hatten, sind durch Polizeikräfte hier ins Stadion begleitet worden und unser Konzept strikte Fantrennung ist bis jetzt erstmal aufgegangen. Zu Gesicht bekommen sollen sich die verfeindeten Fangruppen frühestens innerhalb des Stadions. Vor den Toren ist ein Sichtschutz angebracht worden. Provokation durch Gestik oder Geschrei ist hier kaum möglich. Dann spitzt sich die Lage aber dennoch zu. Rostocker Anhänger versuchen, die vor der Arena wartenden Hamburger mit Silvesterböllern zu attackieren. Die Polizei reagiert prompt. Die Folge: Einlasskontrollen werden für die Hansa-Fans noch einmal verschärft. Als dann der Ball rollt, wird es im Hansa-Viertel erstmal ruhiger. Doch als in der 76. Minute das Führungstor für die Hamburger fällt, drehen einige St. Pauli-Anhänger im Gästeblock durch. Böller krachen, Raketen fliegen Richtung Hansa-Fans. Das Spiel wird für 3 Minuten unterbrochen. Der Sport ist längst nur Hintergrund, der 2:0-Sieg von St. Pauli nebensächlich. Eine dritte Halbzeit wollen die Beamten ausschließen. Anders als auf dem Hinweg wird die knapp 1 Kilometer entfernte S-Bahn-Station schnell erreicht. Unterdessen zeigen sich einige Rostocker als schlechte Verlierer. Also wir hatten ja im Vorfeld bereits angekündigt, dass es im Bereich des Stadions zu Sperrungen kommen wird. Hatten die auch im Stadion nochmal über den Stadionsprecher verkündet. Einige Hansa-Fans wollten dann durch diese Sperrung durch, sind natürlich nicht vorbeigekommen an den Polizeibeamten. Und sie haben dann Gegenstände auf Polizeibeamte geworfen, sodass der Wasserwerfer zum Einsatz kam. Erst weit nach Mitternacht entspannte sich die Lage etwas.
Aber wieder hat die Gewalt gesiegt. So endete der Abend wie befürchtet. Rostock kurz nach einem Fußballspiel. Rund um das Stadion fliegen Brandsätze und Leuchtraketen. Mit einem Großaufgebot ist die Polizei im Einsatz. Mindestens 27 Beamte werden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Etliche sogenannte Fußballfans in Gewahrsam genommen. Auch ein Kameramann wurde von den Chaoten angegriffen und verletzt. Der Polizei gelingt es aber, ein Aufeinandertreffen größerer Fangruppierungen zu verhindern. Die Anhänger beider Clubs gelten seit Jahren als verfeindet. Immer wieder werden die Spiele von schweren Krawallen überschattet. Rund zwei Stunden nach Spielende war auch diesmal die Lage wieder unter Kontrolle. Das Spiel hat Hansa Rostock übrigens gegen St. Pauli mit 0:2 verloren. Randale nach dem Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli. Auf dem Weg zum Bahnhof zünden Hamburger Fans Kanonenschläge und Leuchtraketen. Die rund 1500 Polizisten können zunächst nur zusehen, greifen nicht ein. An anderer Stelle kommt es zu Prügeleien. 27 Beamte werden verletzt. Für die Polizei ist das Maß voll. Die Funktionäre des DFB und der Deutsche Fußballliga haben sich, wie ich meine, sehr polemisch und sehr aufgeregt geäußert. Das kann ich auch gut verstehen, weil die sind natürlich nicht in Gefahr. Die sind in ihren Champagner-Longen und können sich höchstens an einem Schnittchen verschlucken. Aber denen fliegen ja auch keine Steine und keine Flaschen um die Ohren. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die dort im Einsatz sind. Das sind im Übrigen auch die friedlichen Fans, die dort in Gefahr sind. Davon bekommen die Fußballoberen nichts mit. Und deshalb unterschätzen sie auch diese Gefahr. Krawalle haben beim Hassduell zwischen Rostock und St. Pauli mittlerweile traurige Tradition. Allein an diesem Abend nimmt die Polizei 23 Hansa-Fans in Gewahrsam. Der Vorwurf lautet Landfriedensbruch. Die Polizei stellt jetzt konkrete Forderungen. Die Polizei braucht ein Mitspracherecht, was den Spielbeginn angeht. Und wir brauchen auch eine Beteiligung vom Deutschen Fußballbund und Deutscher Fußballliga an den Kosten dieser Einsätze. Es sind weit mehr als 100 Millionen Euro pro Saison, die allein an Personalkosten anfallen. Wir sind der Auffassung, über eine pauschale Gebühr in Höhe von 50 Millionen Euro sollte sich die Deutsche Fußballliga und der Fußballbund an diesen Kosten beteiligen. Die schlimme Krawallnacht von Rostock. Fest steht, die Zweitligapartie wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben.